Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und heute besuchen wir ein paar Mal die Drachen. Denn jeder mag doch die lieben, lieben Drachen. Und der erste Drache ist Nydra. Freut euch auf Nydra, den eiskalten Drachen, aber so majestät, das ist so hübsch. Und wir werden heute sein Horn abschießen. Da kommt der angeflogen. Sturm ist bereit. Ja. Sogar sehr pünktlich, Rivali. Ja. Wir fliegen ihn schon mal entgegen. Wir fangen ihn ab. Und da ist er auch schon. Er dreht schon um. Und der Splitter fliegt wieder ans andere Ende der Map. Diesmal da unten. Gut. Wenn es nicht ins Wasser fällt, alles gut. Weil dann weiß ich nicht, wie es gelaufen wäre. Nein, austesten wollte ich das auch nicht. Auch interessant, wie nah man dem sein kann. Alles, was sie brauchen. Saphire, Opale und Boblinherzen. Brauchen wir ein paar. Noch drei Saphire. Und dann haben wir eine Rüstung wieder komplett, nämlich die von Orni. Gewand, oder? Nee, Quatsch. Die, das ist Wüstengewand. Da fehlen nur noch drei Saphire. Klingt hier so. Ja. Wir gehen jetzt einmal schnell nach Kakariku. Dies befindet sich hierhin. Wir verbessern die Ausrüstung und schauen, was sonst noch passiert. Was das letzte ist, was wir brauchen dafür. Odra-Hörner. Ich glaube, die habe ich noch nicht ergeben. Das heißt, für Eldra haben wir die Hörner schon. Das hätten Eldra schon fertig haben können. Bitte nicht. Oh doch, genau.
Wenn auch egal, haben wir einen Hornsplitter mehr. Bitte, verbessere mir das Rückengewand. Und das ist der Prinzessin in Cyanfield. Kein Problem. Das Eldrahorn, das sie mir fehlt. Das heißt, Ultra habe ich schon abgegeben. Egal. Fit-Karotten. Prinzessin Enzian. Dora, ich bin's wieder. Bitte, verbessere das Dreckengewand auf die beste Stufe, 32. Aufpassen, Link! Du wirst entführt! Viel Spaß, ihr zwei! Maximal verbessert. Hier brauchen wir die Bockblinherzen, hier die Bockblinherzen, hier die Bockblinherzen. Doch mal Bernstein. Dieser vier brauche ich was anderes. Nur noch drei Saphire. Hab mir auch schon eine kleine Liste angefertigt mit den Sachen, die ich brauche. Und es sind manche Sachen dabei, wo ich mir wünschte, die wären nicht dabei. Aber wir waren jetzt beim Thema Eldra. Eldra kann man hier bekommen. Oder ein anderer Platz, wo ich gerne früher Eldra gesammelt habe, war in Eldin. Genau hier. Ich bin immer von hier aus, von der Krabbe, hier rüber, dahin und hier hinten gewesen für Eldra. Dass man ja passieren kann, dass man hier ist, das hier runterfällt, ist blöd gewesen, aber trotzdem, eigentlich ein schöner Ort hier hinten. Aber wir versuchen Eldra nochmal hier zu erwischen. Und Eldra fehlt ja auch nicht mehr viel. Eine Klaue und ein Horn. Mal sehen, ob wir alles kriegen. Eldra Sachen zu holen ist auch wie eine doofe Sache an sich. Und wir haben gerade kein Glück zufällig, dummerweise. Das heißt, wir brauchen wieder Holz. Und ein heißes Schwert. Und wir warten bis morgens. Eldra ist das eine Sache, da weiß ich ja nicht, wann er erscheint. Hat ja immer meistens Glück gehabt. Ich glaube, Eldra kommt nicht, wenn du pfeifst, Link. Dann warten wir mal bis mittags.
Ich glaube, hier kann man immer nur abends. Die Sache ist die, ich habe Eldra immer hier nur immer so zufällig getroffen, dass ich nie auf die Uhr geschaut habe. Mal habe ich ihn getroffen, als ich da hinten war. Mal traf ich ihn, als ich hier war. Dort war überall, aber ja. Nie konkret. Wir gehen nochmal auf den Morgen. Fällt mir ein. Chica-Sensor! Chica-Sensor! Such mir mal bitte den lieben Eldra! Berg von Eldin unter Banter Grenzland. Versuchen wir es doch mal mittags. Na, das ist nicht älter da oben. Schade, hätte mich gefreut, wenn es kein Eis wäre. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Danke, Daruk. Endlich. Und? Witzig, Krog. Ganz witzig. Ja.
Und Krox, bist du noch hier? Schön. Doch Eldra ist nirgendwo zu sehen. Doch da hinten ist er zu sehen. Da, Eldra. Der Dreh ist, wie es scheint, wirklich nicht in der Nähe eines Wahrpunktes sein Lager aufzuschließen. Wir brauchen eine Klaue und einmal das Horn. Das Schwierigste im Moment wird das Horn sein, weil es am Anfang ist. Klauen hat man mehrere Chancen. Eure Geräusche nerven gerade vom Krog und vom Rad. Was mir einfällt, ich müsste doch nochmal die Rüstung wechseln. Könnte ich zwar eigentlich vor Eldra auch tun, aber ich tue es mal lieber hier und... Okay. Eine... Vielleicht hätte man sich anlassen noch. Sinken, sinken, oh, ich komme höher. Ich komme runter. Wir fliegen aneinander vorbei. Und. Ja, schneller. Ich habe es gerade geschafft. Und. Da ist es. Einmal Eldra Horn. Das ist dafür zwar nicht gedacht, aber... Ja, es wird wieder kälter. Eldras Wort. Da oben verschwindet er. Ich versuchte hochzukommen, aber es klappte doch leider nicht. Aktivation! Falls ihr nochmal sonst noch Neidra holen wollt. Neidra gibt es einmal hier. Und einmal. Hier fliegt der Kreis da auch einmal rum. Wenn ich mich recht erinnere. Einmal hier ist er und einmal da. Hier wieder ist ein Master Sword, hat seine Kraft zurück. Aber ich bin gerade eher auf dem
Eldra-Jagd, da brauche ich kein Schwert. Außer ein Feuerschwert. Bist du der Krug, den ich gerade eben hier hatte? Wo ist dein Windrädchen? Egal. Von Verodra fehlt das Horn. Das, was man... Hier ist wirklich bei Verodra das Schwierigste, das Horn. Also da werden wir uns auch noch heute holen. Ein Verodra-Horn. Na, siehst du? Ich wollte schon sagen, Eldra. Da hinten kommt Eldra schon wieder. Einmal schön auf der Karte ansehen. Eldra stieg von hier auf. Und Rivalstube ist wieder so schnell wieder aufgeladen. Das ist so toll. Jetzt brauchen wir nur eine Klaue von Eldra. Überprüfen wir jetzt die halt nochmal. Eldra. Brauchen wir die Klaue. Von Eldra haben wir alles einmal. Ich hoffe, man braucht es nur einmal. Und von Verodra fehlt das Horn. Welchen Drachen fühlt ihr ja am besten? Ich bin zwiegespalten. Ich mag alle drei. Naldra hat das prächtigste Horn, finde ich. Weil es jetzt irgendwie aussieht wie eine Krone. Obwohl auch Eldras Horn gut aussieht. Von Verodra weiß ich gerade nicht mehr, wie es aussah. Aber Eldras ist einfach so ein Feuerdrachen, der auch gerade ankommt. Der Naldra, einfach Eis, ist auch so, ja, cool, ha. Aber von Verodra weiß ich selber gerade nicht mehr so viel. Ja. Und Naldra in der Nähe, Eldra, nicht Naldra. Wegen der Wärme brauchen wir besondere Kleidung. Bin ich mal gut gelandet. Das heißt, es fehlt da nur noch Verodra. Und wo man Verodra kriegt, ist auch ganz klar. Verodra hat ja den einfachsten Punkt von allen. Also wenn man irgendwie mal irgendwie Hörner braucht, Schuppen oder keine Ahnung was von Drachen, sollte man immer Verodra farmen. Das ist einfach auf jeden Fall einer der größten Minuspunkte bei ihm. Weil man muss einfach nur ins Gebiet für Ohre hinbringen lassen, an dem See, schlafen und dann scheint er gleich neben ein. Das ist wirklich ein Minuspunkt, aber wie halt. Verodra hat aber trotzdem ein so tolles Ziel zum Erscheinen. Naldra ist über den Berge. Und erscheint aber über Berge. Tolles Deutsch. Keine Aufnahmen. Würde ich dem Ranell-Spritze ist ja Naldra. Verodra erscheint meistens aus dem Wasser. Warum? Ich sage meistens. Den sind wir so.
Paodra steigt einmal von hier aus und keine Ahnung, wo es dann landet. Beim Hyliasee. Oder Hyliasee. Auch, er sagt Hyliasee. Das scheint wirklich auch hier aus dem Wasser. Auch gleich in der Nähe. Irgendwas hier. Auf jeden Fall egal. Und hier erscheint es leider nicht aus dem Wasser, aber fliegt trotzdem hier drüber. Odra hat wirklich drei Orte. Und wir bleiben beim Schreien. Ach du liebe Güte, es wird gleich bald regnen. Morgen. Und für den Kampf nehmen wir eine andere Rüstung. Schnell umziehen. Falsche Tasche. Nehmen wir zwar selten, aber die Isolierungsrüste. Da scheint auch Neidra gleich. Und da sieht man, warum es so schwer ist. Ah, Neidra hat auch so ein tolles Horn. Wo? Da drüben. Weil Neidra wird so... Wo kommt, ist Schuppenfarm am leichtesten Wetter. Bei Odra. Horn ist ein bisschen schwieriger, aber trotzdem haben wir das Horn. Danke, Odra. Alle Drachen sehen irgendwie cool aus, aber die Frage an euch war ja, welchen findet ihr am besten? Und jetzt kommt das nächste. Heute haben wir uns um die Drachen gekümmert. Wir sind drüber geredet, ein paar Materialien von denen gesammelt und für was wir die brauchen, sehen wir ja, wenn wir alle Schreine gemacht haben. Ein Schrein wird uns in Kalariko noch erwarten, der wird aber einer der letzten sein. Ein anderer Schrein ist ja hier drin, den wir jetzt alle noch haben, wenn es möglich ist. Und der andere Schrein ist hier unten, dafür brauche ich einen Co-Kommentator. Oder hab versprochen, es mit ihnen gemeinsam zu machen. Deswegen, vier Schreine, Riesengarte, mal sehen, wo die sind. Euch noch einen schönen Tag und ciao. Thank you.